Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic Boom Lyrix Aufstieg. Wir befinden uns hier unten in unteren Stockwerken von der verlassenen Fabrik. Gutes Deutschchaos übrigens, by the way. Und wir wollen jetzt dahin. Was dieser Ring bewirkt, werden wir jetzt erfahren. Wir haben Jesus-Kräfte. Auf jeden Fall. Ready? Yes? Ist er. Meine Fresse, geht jetzt ab. Wer hätte gedacht, dass wir das können? Spring über diese Hindernisse. Spring. Ja. Ich bin bereit. Bombe. Guck sich einer das an. Ich bin so schnell wie du. Wo kommen wir jetzt raus? Ich finde das toll! Auweia, sieht aus, als würden wir bei Wartungsarbeiten stören. Das gefällt mir ganz und gar nicht, Sonic. Eigentlich nicht wirklich, wir würden nicht wegen Okay. Wir müssen nach oben. Um die zerstören. Weil wenn wir fertig sind, nämlich werden die nämlich die Schlangen aktiviert und dann kommen die wirklich. Ist besser, wenn wir die Viecher jetzt schon zerstören. Obwohl ich habe hier die Chance haben, die zu aktivieren. So. Nicht, dass ich Schiss hätte vor denen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, sagt man noch immer. So. Perfekt. Attacke. Yes. Damit haben wir wieder Schrott bekommen. Nice. Ted? Rein mit dir. Das schafft er nicht, schafft er nicht, doch. Sind wir da? Attacke! Yes! Keine Gefangenen! Alle auseinandernehmen! Yes! So gehört es! Dann! Ist da was? Nö, nur Schrott. Schrottcomputer. Die laufen bestimmt alle mit Windows 95. Oder mit MS-DOS. Können wir vorstellen sogar. Ma. Attacke. Zeit, dass wir wieder aufs Wasser gehen. No. Wird ausgefahren. So, Tails ist dran, Ma. Ob ich mich da ein bisschen hochschleichen kann? Nö. Warum denn auch? Und seht ihr? Yes. Und die Würmer haben ein Problem. Sie können niemanden. Ja, müssen sie wirklich. Wir müssen mal Lyrix bitten, sie mal in die Werkstatt zu bringen. Ob Lyrix auf uns hört? Hm, keine Ahnung. Jesus-Kräfte aktiviert. So. Schau mal, Rampen. Wir können die als Rampen benutzen.
Seitdem ich das von meinem Hildgard noch mal ein bisschen genauer gehört habe, weil ich ja beim ersten Epi genau zugehört habe zu dem Spruch, finde ich den immer noch witzig. Wir können wirklich Rampen als Rampen benutzen. Wir können auch Sprungfedern als Sprungfedern benutzen. Wäre auch eine interessante Idee. Oder Ring als Ringe. Ja. Das ist doch geil. Bombe. Hm? Ja. Ich drehe mal um. Feuerkraft voraus. Und drüber mit uns. Nö. Können wir nicht. Aber ich habe es darüber. Komm. Wir sind drüber. Yeah. Stimmt, das können wir auch. Ja. Yeah, wir haben schon was verpasst. Ich werde es mit euch. Na, wir haben nichts verpasst. Und. Oh, man macht das Fahren hier. Wow. Bombe. Hin. Ja. Das ist der Schalter. Ich bin für erstmal für das hier. Klar, erstmal das Problem erledigen. Solange hier Roboter rumliegen, habe ich keine Ruhe. Oh, ist noch ein Schatz rum aktiv. Hier irgendwo. Können wir eigentlich schon scannen? Nein. Wir haben immer noch nicht die eine Fähigkeit bekommen dafür oder das Upgrade zum Schätze finden. Wir müssen erstmal ein paar solche Levels schaffen, also solche Zonen, damit wir diese Fähigkeit bekommen. Das heißt, wir werden viel Backtracking machen. By the way, ich glaube, es kommt darauf, einfach nur Spark Backtracking. Ich glaube, jetzt kommt jemand. Backtracking? Dein Ernst? Ja. Mein voller Ernst, wir werden viel Backtracking machen. Wird doch lustig. Ich warte jetzt auf die Kommentare. Ich warte jetzt voll drauf. Attacke! Raus! Perfekt, Suizid! Wie jetzt prima? Ist doch ganz gefeiert, dass wir runtergekommen sind und gestorben sind? Meine Fresse, das gibt mir ein neues Bild von dem Spiel. Leute, ich werde jetzt bei den Sonic-Spielen jetzt nicht dafür sorgen, dass ich jetzt hier ohne Fails durchkomme, sondern ich werde jetzt so viel failen und so viel sterben wie nur möglich. Sonic, gefällt das doch. Warum soll ich es dann nicht machen? Klar. Das und jetzt umgedreht haben wir schon mal. Ist sonst noch was? Nö. Wir sind ja in dem Raum durch. Ist auch nichts laut dem Scanner. Ja, Sonic, ich weiß, dass du Suizid magst. Aber ich habe wirklich auch jeden umgebracht. Attacke! Ja, wir haben wirklich jeden umgebracht. Attacke! Kein Problem. Und zerstört. Dann kommt jetzt die Sprungfeder.
keine Freunde heute? Ich werde schnell machen. Raus mit euch. Und öffne dieses verdammte Tor. Danke. Wir wollen weiter. Und nicht die ganze Zeit erwarten. Los, komm. Los, komm, Sonic. Was ist denn da? Der Sonic hat mich zu schlagen. Nein. Warum können wir das mitnehmen? Ich will es mal ausprobieren. Was passiert, wenn man das mitnimmt? Gut, es bleibt da. Lass uns Wellen schlagen. Kurve. Und weiter geht's im Text. Immer mehr Ringe, aber hey. Who cares the shit what the rings are doing? Perfekt, wir haben 13 Kronen. Also fehlen uns nur noch 3. Und die werden wir auch hier finden, in dem Gebiet. Wo sind wir gelandet? Ich kam von da. Sind hier rüber gebounced? Okay, wir sind jetzt hier. Wow, dieser Ort ist riesig. Ist auf jeden Fall. Wir werden sicher bald herausfinden, was für ein riesiges Ding hier drin war. Kein besonders aufmunternder Gedanke. So viele Gerüste. Hast du eine Idee, was man hier drin gebaut hat? Vielleicht Lorik. Nicht Spaß, Leute. Ach, da ist was. Eine Krone. Die 14. Yes! Die haben wir schon geöffnet. Wie haben wir eigentlich schon? 14 von 17. Das sind ja noch irgendwo 3. Dieser Ort ist ganz schön gruselig. Entspann dich. Hier springt dich schon nichts an. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Scanne Lebensform. Igel und Fuchs bestätigt. Es ist angenehm, euch beide wiederzusehen. Warum sagen das hier alle zu uns? Wer bist du? Ich bin Maya. Vor langer Zeit rebellierte ich gegen meinen Erschaffer Lyric und half bei seiner Gefangennahme. 1000 Jahre später ist er nun zurückgekehrt. Ja, wissen wir. Wir suchen nach den Kristallen, um ihn aufzuhalten. Ich verarbeite. Es gibt eine Karte mit den Standorten sämtlicher Kristalle. Wo ist die? Nicht wo. Wann? Sie verschwand vor langer Zeit. Aber diese Maschine kann euch in eine Zeit davor transportieren. Auf geht's! Der Einrichtung fehlt die Energiezufuhr. Generator erfordert Reaktivierung. Standort ist dort oben. Amy, Maya wird uns mit den Kristallen helfen. Aber der Generator muss dafür in Betrieb sein. Sind schon dabei! Ich auch! Na dann, let's go! Da ist nix. Hallo, Tits. Und... ja. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Das ist jetzt hier oben, ist erst noch da unten. Was ist das? Na komm, ach, ist das mir so scheißegal. Da oben sind... Irgendwas sind die letzten Sachen, die wir brauchen. Der Kristall. Amy, hol mir die Truhe, los. Hier ist die 15. Und das war dein Untergang. Warum stirbst du auch? Amy, du bist so dämlich. Warum versuchst du dich eigentlich immer selber umzubringen? Warum, Amy, warum? Das krieg ich hin. Kein Problem. Sagte sie und stirbt.
Verdammt. Ich habe das noch nicht genommen, diesen Weg. Wow. Der war schon nie gewesen mit Amy. Ehrlich, war hier noch nicht mit Amy. Was macht Nuggets hier oben? Du bleibst da, wo du bist. Nuggets da unten am... Bei dem Boden der an dem Boden, auf dem Boden der Tatsachen. Hier lang. Kletter weiter und schau dich nach unten. Mach er doch. So, Amy ist dran. Perfekt. Mehr wollte ich ja nicht. Ich bring die mal kurz mit Amy mal um. Ich glaube, wir haben da noch was verpasst, deswegen will ich nochmal da lang gehen. Also waren wir eigentlich schon richtig gewesen. Ah. Das war jetzt unnötig gestorben. Wir mussten das nicht. Oh Mann. Ich bin dämlich. Genau, eigentlich kommt man da so hoch. Okay. Ich bin keine Glühbirne mehr hier. Ich bin einfach nur noch dämlich und dumm. So, jetzt macht mal zusammen ein bisschen aufräumen. Wir müssen mal hier schauen, was hier alles ist. Nuggets. Irgendwie bleibt da oben. Und du schaust dich mal da um. Wir schauen uns wirklich mal genauestens um. Hier sind auch immer noch die Rest-Items, die wir brauchen. Bist du bereit? Stirb. Wow, Dabeke. Yep, die 16. Truhe. Das heißt, es ist nur noch eine hier irgendwo unterwegs. Yes, wir haben bald alle. Ihr merkt schon, ich lebe mich echt ins Zeug für die 100% Challenge. Na dann, hoch mit uns. Und da ist die letzte. Yes! Ich glaub's nicht. Zeig her. Wir haben alle Kronen und alle Drohnen. Nice. Ich bin gut. Und du stirbst dafür noch. Für meinen Erfolg. Auf jeden Fall, ich würde sagen, an der Stelle können wir noch gleich den Part beenden. Das lohnt sich doch jetzt gerade so recht hier. Also dann, im nächsten Part werden wir das Rätsel hier lösen. Also Kommentar, wenn ich vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control.